Wir beginnen mit unserer österreichischen Gruppe, denen nun mal ein großer Treffer gelungen ist. Ein Titel, der immer wieder bei allen Veranstaltungen gewünscht wird. Mir wird er angesagt als Weißnägelbeiß. Ich kenne ihn eigentlich als Nägelbeißer Blues oder Nägelbeißer Boogie Misthaufen. Du glaubst, du bist ein großer Held, nur fällt dazu unser Geld. Jede Arbeit fällt dir schwer, beim nächsten Pinch gehst in die Leer. Am Sonntag fahren wir zu der Tante, du willst daheim bleiben, interessant. Das ist ein Standpunkt, bitte sehr, ab heute gibt's kein Fernsehen mehr. Weißt du, was das kommt? Außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Weißt von was das kommt? Weißt, Nägelbeißt. Nägelbeißt. Und außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Du gibst der Party wunderbar, nur nicht bei uns, das ist der klar. Im Schädel hast nur Jazzmusik und mir stößt dauernd meine Chic. Geh, kenn da deine ganzen Tricks, statt Bierchen kaufst du Asterix. Du hast noch nie das Leben gespürt, ich frag mich oft, was aus dir wird. Weißt von was das kommt, weißt Nägelbeißt. Nägelbeißt. Und außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Weißt von was das kommt, weißt Nägelbeißt. Nägelbeißt. Und außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Und trink eine Flasche Bier mit mir, dir soll's ja einmal besser gehen. Du wirst mich einfach nicht verstehen und hutsch nicht dauernd mit dem Stuhl. Dann bist du in der Schulkanui, ihr fällt fürs Leben nur der Biss. Du hast ja vor dir selber Schiss. Weißt von was das kommt, weißt Nägelbeißt. Nägelbeißt, und außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Was von was das kommt, ja, weißt Nägelbeißt. Nägelbeißt, und außerdem gehst wohl gleich zum Friseur. Verstehst? Wer ist denn so der Hauptinterviewpartner der Gruppe bei Interviews? Wer spricht denn meistens? Er? Ja, ich spreche. Dann bitte nähere dich mir, du gehst zu weit, junger Mann, komm näher. Weißt du, dass aufgrund eures Hits, aufgrund dieses Liedes ein Witz entstanden ist? Was ist das wirklich einzige Mittel, das gegen Nägelbeißen hilft? Hühnertrick. Na, das Einschlagen der Zähne. Aber gut, der ist aufgrund, das ist sehr brutal. Das wollen wir gleich wieder übergehen. Nun, ist das seit langem wieder mal euer erster Hit? Nein, ich würde sagen, das ist nicht unser erster Hit, sondern das ist eine Nummer von einer Langspielplatte, die vor 2 Monaten auf den Markt gekommen ist, wo auch einige andere sehr gute Nummern drauf sind. Mhm. Und diese Nummer hat sich herausgestellt, geht den Österreichern am meisten unter die Haut, ja, denn angeblich beißen 50% aller Österreicher Nägel. Hat man auch eine analytische Umfrage gemacht, warum die Österreicher an den Nägeln kauen? Ja, das haben wir bis jetzt nicht durchgeführt. Kaust du an den Nägeln? Hast du je gekaut? Ich habe gekaut. Wer gibt es freiwillig zu, dass er an den Nägeln kaut? Ist jemand hier, der? Hey, kaust an den Nägeln? Hey, du. Was ist der Grund? Wir werden ihn nicht ins Bild bringen. Was ist der Grund? Nervosität. Naja, was kann man noch aus Nervosität machen? Man kann zum Beispiel an Knöpfen spielen, wenn man nervös ist. Dann muss ich abreißen. Nein, das mache ich immer.
Gut, das ist eine Langspielplatte. Ihr werdet natürlich, wenn ihr clever seid, den Titel nicht auskoppeln, weil ja sonst die Langspielplatte nicht... Nein, der Titel ist schon ausgekoppelt. Na, da haben wir es. Aber es gibt trotzdem Leute, die die Langspielplatte trotzdem kaufen, weil eben 7 andere gute Nummern auch noch drauf sind. Toi, 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 der Gruppe Misthaufen. Dankeschön. So, noch ein Applaus, wenn wir uns von Ihnen jetzt...